Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Discworld 2. Und jetzt wollen wir mal dem Leichen den Leichensammler unseren Totenschein geben. Und mal schauen, was der dann mit uns tut. In Ordnung, steig auf. Bald kannst du einen hübschen postmortalen Urlaub genießen. Habe ich denen vom Gepäck und den Grabbeigaben erzählt? Ich fürchte ja. Nun, man kann nicht alle Leute zum Lachen bringen. Eigentlich gelingt's mir bei kaum jemandem. Yay, wir sind tot. Ah, du Hohei und Ahoi, Matrose. Beim Club Baudermann. Festhieven und alle Planken. Hör auf. Ich bitte dich, es ist authentisches, nautisches Kauderwelsch. Wir haben schon darüber gesprochen. Unsere geschäftliche Beziehung kann nur fortgesetzt werden, wenn du mit diesem Ahoi-Unsinn aufhörst. Es ist entwürdigend. Aber ich werde damit meiner Rolle gerecht. Nein, du weißt nur darauf hin, ein Idiot zu sein. Dies soll eine Seereise sein, keine Veranstaltung von Captain Seebärs lustigem Ferienclub. Wenn wir in See stechen, so müssen wir den üblichen Klischees von seefahrenden Leuten entsprechen, ne? Ist doch ganz klar. Du kannst mich nicht für die Vorstellung unserer Kunden verantwortlich machen. Sie erwarten sowas. Ohne den Hüf, den großbraffen Kram, halten sie einen ja nicht für echt. In meinem Geschäft kommt es sehr auf Mundpropaganda an. Mundpropaganda? Deine Passagiere sind tot? Ja, na schön. Bring sie an Bord und damit hat er sich. Ja, das sind wir. Wie bitte? Nix, ich hab mich nur geräuspert. Irgendetwas an dir ist seltsam. Als ich durch die Paradiesstraße ging, sang ich Heyo beim Klabaudermann. Traf ich dort ein freches, junges Ding. Oh, lass mich mal an die Schafe ran. Verdammt! Hallo, wie wär's mit einer Tasse Tee, hochverehrter Seebär? Oh, das ist der Geist von Captain Lavendelbord. Kommt direkt vom Meeresgrund. Rette sich, wer kann, Frauen und unerschrockene Seebären zuerst! Ich begegne mehr Verrückten, als der reine Zufall erlaubt. Wie dem auch sei, offenbar habe ich jetzt das Kommando. Yay! Winston ist Kapitän, das kann nur schief gehen. Du, da bist du und stinkfaul, wie ich sehe. Komm, steh auf und zurück an die Arbeit. Es herrscht das reinste Chaos. Nein, mir gefällt es hier. Hier kann man sich prächtig entspannen. Sonne, Meer und Garnelen. Wie ich sehe, hat die Sonne dich hübsch gebleicht. Komm jetzt, wir kehren heim. Nein, ich kehre nicht zurück. Ich
Ich habe mich für sie zu Tode geschuftet und zum Dank hassen sie mich alle. Man hasst dich? Und wenn schon? Du bist der Tod. Du solltest über solchen Dingen stehen. Du passierst einfach. Ich möchte mehr vom Leben. Ein bisschen Popularität. Ist das zu viel verlangt? Ich arbeite hart für alle. Und bedanken sich die Leute dafür? Nein. Sie sollen sich bedanken? Fürs Sterben? Wenn ich dir verspreche, dich populär zu machen, kommst du dann mit mir zurück? Die Leute werden mich mögen. Versprichst du mir das? Ehrenwort. Wenn ich dich enttäusche, kannst du mich beruflich besuchen. Abgemacht? Na schön, aber nur, wenn ich das Gefühl habe, willkommen zu sein. Ich weiß schon, wie wir die Botschaft ins Denken und Fühlen der Leute bringen, mein fürchterlicher Freund. Hast du jemals etwas von den sogenannten Klickern gehört? Ein Klicker, meinst du? Um eine legendäre Gestalt populärer zu machen? Das ist eine ziemliche Herausforderung, mit der moderne Marketingstrategien eigentlich fertig werden sollten. Überlass es dem guten alten Schnapper. Na schön, aber es darf nicht an Integrität fehlen. Sorg dafür, dass alles schön wird. Schön? Oh, natürlich. Ich kümmere mich um alles für die Hälfte der Einnahmen und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Erzähl mir jetzt von den Talenten, die du gefunden hast. Deine Hauptdarstellerin, hat sie ordentliche Oberweite? Nein. Oh, also eine Dürre, wie? Rank und schlank, was? Nun, das mit der Magerkeit stimmt, ja. Dann weiß ich schon Bescheid. Die Story ist bereits klar. Arbeitet tagsüber als Schiffszimmermann drüben bei den Docks. Schweiß, 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 Holzspäne, knappes halb zerrissenes Hemd. Und tanzt jeden Abend in einem exotischen Nachtclub. Wir fügen Ton hinzu und der Erfolg ist garantiert. Ein Schiffszimmermann, der abends in einem Nachtclub tanzt. Wofür hältst du das Publikum eigentlich? Ich halte es für fähig, pro Kopf einen halben Ankh-Morpork-Dollar Eintritt zu bezahlen. Daran gibt es doch nichts auszusetzen, oder? Ich bin mir nur nicht sicher, ob mein Hauptdarsteller einen überzeugenden Nachtclub-Tänzer abgibt. Ich meine in Hinsicht auf das Geschlecht und so. Es handelt sich um einen Mann? Nun, ich glaube schon. Es lässt sich nur schwer feststellen. Man sieht nach dem Becken, nicht wahr? Ihr Zauberer solltet mehr unter die Leute gehen, dann blieben euch gewisse Probleme erspart. Ich sage dir, wir können alles verkaufen, es kommt nur auf die richtige Marketingstrategie an. Du kennst das Produkt, diesen Teil überlasse ich dir. Wir brauchen drei Dinge für den Erfolg, darauf hast du die ganze Zeit über gewartet, nicht wahr? Du hast dich bestimmt regelrecht danach gesehnt, stimmt. Zuerst und vor allem brauchen wir eine hinreißend schöne Frau, und zwar für den Presserummel. Zweitens benötigen wir eine eingängige Melodie für den Soundtrack. Und dann wäre da noch die Begleitprodukte, auch Krimskrams genannt. Damit kann man ganz schön absahnen. Besorg mir diese drei Dinge, dann ist der Film überhaupt kein Problem. Eine hinreißend schöne Frau, eine eingängige Melodie und Krimskrams. Es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass du jene Dinge selbst besorgst, oder? In der Tat, welcher Narr würde seine kostbare Freizeit für so etwas opfern? Wer ließe sich von dummen, undankbaren Leuten beauftragen, nach irgendwelchen blödsinnigen Dingen zu suchen? Man müsste wirklich ein Idiot sein, nicht wahr? Na schön, wir sehen uns bald wieder. Ha! Nimm Axt, öffne Tür, töte Drachen. Warum wurde ich nicht in der Epoche der Text-Adventures geboren? Holy Wood. Tod, alter Knabe. Wir machen dich zu einem Star. Und wir sind jetzt Kapitän von unserem Schiff.
Das ist ja sehr praktisch. Groß und spitz. Welchen Zweck erfüllt so etwas? Ich kann nicht durch den Sand dorthin gehen. Dort halten sich vermutlich die unerwünschten Leute auf. Ich kann nicht durch den Sand dorthin gehen. Hoffentlich handelt es sich um eine Fata Morgana oder so. Ich kann nicht durch den Sand dorthin gehen. Scheinbar ist die Welt ganz schön groß geworden. Jelly Baby. Jelly Baby. Interessanter Name. Beschreibt er den Ort oder die Leute? Die größte Stadt der Scheibenwelt. Alle Straßen führen nach Ankh-Morpork. Oder vielleicht von der Stadt fort? Ein Ort, wo Träume Wirklichkeit oder zumindest auf Zelluloid festgehalten werden. Kommt man auch darüber? Ah. Ich habe ja tot gefunden das letzte Mal. Ist hier noch wohin? Ich weiß nicht genau, wohin es da geht. Okay, gehen wir am besten mal gleich hin. Ameisen. Ah, der Ameisenhaufen. Ein Wunderwerk der Natur. Solche Komplexität. Eine so sichere und doch instinktive Baukunst. Eine ganze Gesellschaft, die vor unseren erstaunten Augen blüht, sich entwickelt und wächst. Ich schlage vor, wir beschaffen uns jetzt ein Vergrößerungsglas. Ich sammle keine Ameisen mit der Hand ein. Außerdem muss ich sie zuerst herauslocken. Okay. Da geht's zurück zur Scheibenwelt. Nee, noch nicht. Eukalyptus Cacophonia nervosa. Der wenig laute Gummibaum. Es ist eine kaum bekannte Tatsache, dass diese Bäume während der dunklen Hochsommernächte wie Eulen schreien. Eigentlich bin ich der Einzige, dem diese Tatsache bekannt ist. Gut zu wissen. Ich bin bereits vollkommen durchgedreht. Na, wo geht's denn hin? Dahin müssen wir doch. Ah, das Meer ist unruhig. So bin ich ebenfalls, wenn ich Sand im Bett habe. Das mit dem Schwimmen scheint keine besonders gute Idee zu sein. Ich könnte von den Wellen zerschmettert werden. Das wäre tragisch. Kann ich aufs Bügelbrett stellen und surfen. Keine schlechte Idee, aber die Beine scheinen im Weg zu sein. Echt? Am besten gleich mal absägen, nicht abrennen. Absägen. Wieso habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich jetzt sehr sportlich sein muss? Auf zu den Wellen. Kauabunga, Jungs. Was? Auf zu den... Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt richtig. Juhu! Ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt anstellt bei dem... Andung. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf dem Brett zu bleiben. Ja, geschickt. Haben wir irgendwas Tolles? Nee. Hilft uns nichts länger auf dem Brett zu bleiben, egal. Körbe. Sieh sie dir gut an. Vielleicht knüpfst du sie während einer Heiltherapie, bevor dieses Spiel zu Ende geht. Kommt dran, wie sollte ich Schnappler fragen. Bekloppt, die Leute hier sind Schnappler? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mit jeder Menge Lokalkolorit. Ich habe gerade genug Zeit, mich dort umzusehen. Vielleicht finde ich was Interessantes. Wenn ich was möchte, muss ich wohl mit Schnappler reden. Ah, ein krummer Stock. Wie lustig. Das soll wohl ein Witz sein. Wozu brauche ich einen krummen Stock? Komisch. Man reist viele tausend Kilometer weit und begegnet jemandem, der einen an jemand anders erinnert. Sehr seltsam. Larvenkumpel? Was? Larven. Leckere Larven. Einfach köstlich. Riechst du sie schon auf dem Grill? Sie kosten nur 3 Münzen und bei solchen Preisen werde ich nur langsam reich. Nein, danke. Heute steht mir nicht der Sinn nach Insektenlarven. Könnte der Fehler deines Lebens sein, Kumpel. Die Dinger sind eine wahre Gaumenfreude. Bäh. Larven? Riechen grässlich. Stell dir vor, du verirrst dich in der Wüste. Dann wärst du bestimmt froh, sowas essen zu können, Kumpel. Das wäre eine gute Werbung für Landkarten.
Bist du sicher, dass du von hier stammst? Du erscheinst mir sehr vertraut. Ebenso sicher zählen Schnabeltiere zu den eierlegenden Säugetieren. Darf ich deine Aufmerksamkeit auf sehr qualitative Qualitätswaren richten, Kumpel? Picknickkörbe, Hüte mit Korken drin, wie wär's mit einem hübschen krummen Stock? Davon kann ich eine große Auswahl bieten. Yay! Nein, warum verkaufst du nichts Nützliches? Etwas Nützliches? Dies ist nützlich. Siehst du? Hier, das Beste vom Besten. Nimm zwei rohe Insektenlarven. Die Dinger heilen wie Magie. Wie Magie? Nun, ich meine, wenn sie was heilen, so grenzt das an Magie. Komm schon, Kumpel. Zwei für den Preis von einer. Und ich versichere dir, ich könnte viel weniger verdienen. Lass mich in Ruhe. Okay, wir haben jetzt einen Krummstock. Wenn ihr Einheimischen so schlau seid, wieso sind dann keine Flaschen an den Hut befestigt? Das war der Fall, aber Fliegen haben sie fortgebracht. Komm schon, Kumpel. Zwei für den Preis von einer. Und ich versichere dir, ich könnte viel weniger verdienen. Hör auf mit dem dummen Gerede. Ich bin sicher, dass es kaum etwas bedeutet. Entschuldige, du bist dahinter gekommen, wie? So reden wir nur, wenn Ausländer zugegen sind. Der Fremdenverkehrsverband meint, wir hätten ein Image zu wahren. Im wirklichen Leben käme niemand von uns auf die Idee, zu trinken, zu fluchen und abfällige Bemerkungen über Frauen zu machen. Nun, wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Hier lasst uns eins saufen gehen, Jungs. Und zum Deibel mit allen Frauen, den dummen Zicken. Ja, 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 sehr interessant. Geh jetzt und zeig dort drüben deine umgangssprachlichen Künste. Fall anderen Leuten auf den Wecker. Ach, jetzt hast du mich damit angesteckt. Der Picknickkorb, er ist nicht zufällig mit Käfern gefüllt, oder? Nein, Kumpel, Käfer würde ich zusätzlich in Rechnung stellen. Ein Gelegenheitskauf. Den Griff bekommst du umsonst. Und dadurch verliere ich kaum Geld. Yay, wir haben einen Picknickkorb. Ah, der Knochenweißstrand. Sonne, Meer, Sonne, Sand, Meer, Hitze, Fliegen. Und ein seltsamer, unbeschreiblicher Geruch, der unaufdringlich und verstohlen an allem haftet. Genau der richtige Ort für die Toten, um ein wenig das Leben zu genießen. Seltsam. Die Wellen haben etwas Hypnotisches. Sicher macht's großen Spaß, dort zu schwimmen, den zerbrochenen Flaschen und rostischen Angelhaken zwischen den Haien auszuweichen. Ach, klingt nach viel Vergnügen. Ich frage mich, wie man's anstellt. Nicht so wie du, Rinswind. Na dann, bis demnächst. Ja, ja, bis dann. Da geht's zurück zur Scheibenwelt. Okay. Ah, 4X. Dort gibt's jede Menge Wellen, Sand und Fliegen. Lol, die Truhe muss schwimmen, die darf nicht auf dem Boot mitfahren. Ah, mal schauen, wie sieht's denn in Hollywood aus? Ah, ein prächtiges Schloss. Es wäre sicher noch viel beeindruckender, wenn es im Wind nicht so stark wackeln würde. Willst du mich auf den Arm nehmen? Alles würde herunterfallen. Okay, schauen wir mal da rein. Was ist das für ein Zwerg? Eine Zwergenfrau. Das heißt, ich hoffe, dass es eine Zwergenfrau ist. Grüß dir, guter Mann. Frau, ich bin eine Frau. Ich bin ein Zwerg und trotzdem eine Frau. Oh, es tut mir schrecklich leid. Woran erkennt man den Unterschied? Wenn du das nicht weißt, von mir bekommst du keine Hinweise. Na, wie kann ich dir helfen? Ein Zwerg, der in der Garderobenabteilung arbeitet? Das ist doch eigentlich ein Frauenjob, oder? Ich bin eine Frau. Es tut mir schrecklich leid. Ich komme noch einmal herein. So ist es schon besser. Hä? Was? Welche Kunden bedienst du normalerweise? Ach,
Wenn man bedenkt, welche Bedeutung man hier der Kleidung beimisst, unter solchen Umständen hat ein Kostümladen nur wenig Sinn. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum Zwerge so dünn gesät sind. Hören wir jetzt auf damit. Ein interessantes Pferdekostüm. Und vermutlich lässt es sich auf eine nützliche Weise verwenden. Bestimmt. Zuerst sollte ich die Garderobenfrau fragen. Ja, genau. Ein Hühnerkostüm. Es hat Federn und gackert. Huhn, kapiert? Oh, ja, genau. Es müssen wir uns jedes Mal alles aus der Nähe ansehen? Klar. Ausgeschlossen. Ich habe noch etwas Würde übrig. Auch ein Pferdekostüm ist besser, oder wie? Ein Froschkostüm, noch dazu in meiner Größe. Ach, wie passend. Nehmen wir auch am besten gleich mal mit. Nein, danke. Es genügt, wenn ich den Erzkanzler wecke. Dann brauche ich ein solches Kostüm nicht mehr. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Anzüge. Und keine besonders guten. Vermutlich gibt es keine Existenzebene, auf der so etwas modisch ist. Aber es sind trotzdem Anzüge. In solchen Dingern möchte ich nicht einmal tot gesehen werden. Anzüge. Vermutlich... Gut, das kennen wir schon. Rüstung. Eigentlich nicht sehr nützlich. Eine Rüstung bietet nur dann fragwürdigen Schutz, wenn es viel besser ist, möglichst schnell zu fliehen. Nein, das ist viel zu schwer für mich. Das Pferdekostüm. Das kannst du dir nicht leisten. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Ich tausche das Kostüm je in Requisiten des neuen Films Jellybabische Nächte. Schmuck wäre nicht schlecht. Was Buntes und Auffälliges. Na, worauf wartest du noch? Brich auf und such nach Dingen! Bist du ganz sicher, eine Frau zu sein? Natürlich bin ich das. Einige von uns zweifeln nicht an der eigenen sexuellen Identität. Mir reicht dieses Gespräch. Okay, Unterwäsche. Das sollten wir nicht zu genau untersuchen, sonst reden die Leute vielleicht über mich. Leute reden so oder so über dich. Ich glaube nicht. Ach, Menno. Okay. Und was wir dann hier noch so in Hollywood finden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, wie immer, hattet viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.